Ist das Metaverse tot? Vor 2 Jahren galten virtuelle Welten als das Next Big Thing. Klar, wo sollte man auch hin in der Pandemie? Außer in den Cyberspace. Doch seit dem Ende der Pandemie gehen die Leute lieber wieder in echten Klamotten, in echte Clubs. Metaverse? Braucht kein Mensch mehr. Aber warum glaubt McKinsey dann, dass im Jahr 2030 im Metaverse 5 Billionen Dollar verdient werden? Unter anderem, weil virtuelle Shops besser performen als klassische Online-Stores, wenn man es richtig anstellt. Zum Beispiel wie Clinique. Die User verbrachten 270% mehr Zeit im Metaverse-Shop. Die Conversion Rate stieg um 54% und der Warenkorb um 10%. Auch in Sachen Fashion geht einiges. Schaut euch mal den Metaverse-Shop der New Yorker Kaufhauskette Macy's an. Hinter beiden Projekten steckt übrigens eine Agentur aus Berlin, Journey. Und die kann sich vor Aufträgen kaum retten. Was sagst du also?